Ja, hallo liebe Rundschau-Leser und Rundschau-Gucker in diesem Fall. Bei uns in der Sportredaktion gibt es heute eigentlich nur ein Thema, die bevorstehenden Aufstiegsspiele zur dritten Liga, vermutlich mit Energie Cottbus. Wir gehen ja alle fest davon aus, dass der FC das schafft. Am Samstag wird in Magdeburg ausgelost, die drei Begegnungen, die dann stattfinden sollen. Aber wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, haben gebohrt, gebastelt, geklebt, geschnitten, um exklusiv für Sie einen besonderen Service anzubieten. Wir haben heute hier in der Rundschau-Sportredaktion die Vorlosung für diese drei Spiele. Ja, wir haben heute in unserem kleinen schnuckligen Auslosungsstudio hier auch eine illustre Schar an Gästen eingeladen. An erster Stelle natürlich unseren Edelfan Thomas Engelhardt, der das Ganze heute im Sinne von Energie Cottbus überwachen wird. Als Ziehungsleiter, genauer gesagt Ziehungsleiterin, fungiert unsere Rundschau-Ente Paula Print, die das Ganze heute sehr, sehr genau verfolgen wird. Wir haben unseren Experten da, Rundschau-Reporter Jan Lehmann, und der wichtigste Mann heute, unsere Losfee, extra schick angezogen, unseren Rundschau-Volontär Daniel Friedrich. Und nicht zu vergessen, wir haben natürlich noch unseren Kameramann heute, Michael Ballhaus, extra angereist hier nach Cottbus. Sebastian Schubert nennen wir ihn. Worum geht es heute eigentlich? Also es geht, wie gesagt, um die Aufstiegsspiele zur dritten Liga. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Wir haben probiert, das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben sechs Lose im Topf. Die haben wir alle schon mal vorbereitet. Es gibt fünf Regionalligen. Die Staffel Südwest darf sogar mit zwei Mannschaften an der Auslosung teilnehmen, an den Aufstiegsspielen. Ganz schön kompliziert. Wir wollen am Ende sehen, dass wir daraus vernünftige Paarungen ziehen, damit man sich schon mal vorstellen kann, was uns da Ende Mai dann auf den Spielfeldern erwartet. So, wir haben hier unsere Loskugeln heute, extra gesund, extra vegan, haben wir uns kommen lassen. Die werden wir natürlich richtig durchmischen. Hier mal eine kleine Veranschaulichung. Hier haben wir die Regionalliga Staffel West mit Viktoria Köln, KFC Uerdingen, von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende das Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga West unter sich ausmachen werden. Wir können heute übrigens mit einer Weltpremiere aufwarten, denn unsere Kugeln sind gesponsert. Dafür konnten wir gewinnen, unseren Rundschau-Kollegen Steven Wiesner, der uns diese Kugeln zur Verfügung gestellt hat. Tja, bevor es jetzt losgeht, bevor Daniel die ersten Lose zieht, wollen wir natürlich noch wissen, Thomas, du warst in allen Stadien dieser Republik. Du weißt genau, was uns dort erwarten könnte. Wen wünschst du dir denn für den Energie Cottbus? Da ich nicht in allen Stadien dieser Republik war, sondern es durchaus noch welche gibt, wo ich noch nicht war, würde ich natürlich sehr gerne Weiche Flensburg, das würde ich sehr begrüßen, wenn Energie mal ganz in den Norden müsste. Zumal ich glaube, ja, es ist vielleicht dann doch noch von der Spielstärke her die leichteste Staffel. Also ich denke, das ist machbar. Und wer ist der Angstgegner für dich? Ich möchte nicht, dass du gegen Waldhof Mannheim. Das halte ich für schwierig. Waldhof Mannheim, Saarbrücken, Südweststaffel. Okay, da werden wir mit dem Beziehungsleiter mal reden, mal sehen, ob man das machen kann, ob wir dann für Energie ein gutes Los hinbekommen. So, jetzt wird es also richtig spannend. Die Ziehung kann beginnen. Wir wollen das genauso machen wie am Samstag dann in Magdeburg. Dort wird ein Ziehungsleiter vor Ort sein vom DFB. Das ist der Manfred Schnieders und die Losfee. Bei uns ist Daniel. Am Samstag wird es dann Mike Franz sein, der beim ersten FCM und dann auch später bei Hertha BSC oder Eintracht Frankfurt gespielt hat. Daniel, mal sehen, was du jetzt für Lose ziehst, aber vorher wollen wir natürlich ordentlich mischen, dass das alles auch regulär da zur Sache geht. Frank, das kannst du doch am besten. Halt, korrekt müssen wir schon sein. Beziehungsleiter bitte mischen, ja. Okay. So, sehr gut. Und wir versprechen auch, dass wir die Mandarinen nicht vorher angewärmt haben oder anders manipuliert haben. Das soll ja nicht wie bei der UEFA sein. Deswegen, Daniel, greif doch einfach mal zu und nimm das erste los. Die Spannung steigt. Welche Mannschaft ist das So, jetzt? das ist der Westen. Also, erster Gegner wäre Viktoria Köln oder KFC Uerdingen. Falls die Meister werden, sicherlich gibt es vielleicht noch ein paar andere Kandidaten, aber wir haben uns auf diese beiden Mannschaften festgelegt, weil die schon sehr gut in der Staffel stehen und vermutlich den Staffelsieg unter sich ausmachen werden. Also, wer möchte in den Westen? Energie Cottbus, wäre das ein gutes Los? Weiß ich nicht genau. Daniel, greif zu. So, wir gehen in den hohen Norden. Also, entweder der Hamburger SV 2, Wolfsburg 2 oder Weiche Flensburg. Okay. Westen gegen Norden. Ich glaube, da kann man gar keinen Favoriten so richtig ausmachen. So.
Achso, das müssen Sie übrigens sehen, was unsere Kollegen währenddessen machen, wenn wir hier hart schuften. Das ist eigentlich der Alltag in der Sportredaktion. Wir verbessern unser Handicap in diversen Sportarten. Nur Kollegin, danke. Muss die Seiten für die morgige Ausgabe füllen. Gut, ich würde sagen, nicht rumschwafeln, weiter geht's. Daniel, los, Fee. So, wir sind im Südwesten und da genau auf dem zweiten Platz. Der Südwesten hat ja zwei Teilnehmer, den ersten und den zweiten. Und wir gehen mal davon aus, dass sich um den zweiten Platz Offenbach, Freiburg 2 und Waldhof Mannheim streiten werden. Daniel, zieh mal das nächste los. Ich erkläre dazu gleich nochmal, was gibt es da für eine Mannschaft? Erstmal sind wir jetzt im Südwesten, nochmal im Südwesten. Jetzt wird es kompliziert. Genau. Problem, aber Jan, da kennst du dich aus. Da trete ich jetzt als Ziehungsleiter auf. Und zwar würde Herr Schnieders jetzt sagen, das geht doch nicht, weil die beiden Mannschaften nicht gegeneinander angesetzt werden dürfen. Und es gibt beim DFB die Regel, wenn Südwest gegen Südwest gelost wird, wird automatisch die vorher gezogene zweite Mannschaft getauscht mit der danach gezogenen zweiten Mannschaft. Also wir haben jetzt komplett neue Paarungen. Westen gegen Südwesten und Südwesten gegen den Norden. Was noch interessant ist, also was es noch komplizierter macht, bei diesen beiden Mannschaften wissen wir immer noch nicht, wer auf welcher Stelle stehen wird, weil es wird nochmal extra ausgelost werden, ob der Platz 1 oder der Platz 2 jeweils an dieser Position stehen wird, damit es dort keine Absprache in der Liga geben kann. Ziemlich komplizierte Sache, bei uns betrifft jetzt Energie Cottbus nicht, deswegen müssen wir uns da weiter keinen Kopf machen. Ich glaube, der Kollege Lehmann ist so tief in der Materie, der kennt sogar schon die Ergebnisse. Ich könnte also auch in den Südwesten fahren. Gut, das heißt, es jetzt wird jetzt bleiben, total spannend, jetzt, wen Energie jetzt bekommt. Ich bin, glaube, sehr, sehr angespannt, das ist jetzt kaum noch auszuhalten. Daniel, ich würde sagen... Ich würde erstmal sagen, Thomas, was ist denn besser, Heimspiel zuerst oder Auswärtsspiel? Im Gegensatz zu der Meinung... Viele Leute bin ich eigentlich eher für ein Heimspiel. Zu Hause gleich mal die Fronten klar machen. Und dann auswärts feiern. Und dann auswärts solide das Ding nach Hause bringen. Okay, das ist eine Ansage. Daniel, du hast verstanden? Mhm. Gut. Dann bitte ziehen. Oh, 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 oh. So, also, wir fahren zuerst auswärts. Und zwar... Völlig überraschend, nach Bayern zu 1860 München. Falls die jetzt nicht noch einen Absturz erleben und in der Liga noch total versagen, aber bei 11 Punkten Vorsprung kann da eigentlich nichts schief gehen. Und letzt noch, oder gibt es Beifall, also die Fans freuen sich ja auch. Die Fans, ja genau, also Energie Cottbus, Staffelsieger Nordost, wir gehen einfach mal davon aus, dass das so kommen wird. Energie fährt in die Allianz Arena, da freut sich auch der Sportreporter. Augenblick. Ja, sieht doch gut aus. Der Westen gegen den Südwesten, der Südwesten gegen den Norden und dann Bayern gegen Nordost, also 1860 gegen Energie Cottbus. Thomas, sag mal, wie gefällt das dem Energiefan? 1860 ist ja so eine ganz spezielle Beziehung. Da gab's besondere Spiele. Wir haben gute Erfahrungen mit 1860 gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Warst du damals dabei? Ich war dabei, als wir aufgestiegen sind in die erste Liga, hier das entscheidende Spiel. Ich war auch mal in der Allianz Arena, wo wir 3-2 gewonnen haben. 1860 halte ich auch. Ist zwar, na klar, ist ein großer Name, aber die sind jetzt auch nicht stärker als wir. Also das kann ich mir nicht vorstellen. So, die Mandarinkugeln sind gefallen und die große Frage ist jetzt, wie reagiert man bei Energie Cottbus? Ich denke, Klaus-Dieter Wollitz wird da nochmal kurz drüber nachdenken, wenn er von unserer Auslosung hier erfährt. Und ja, die große Frage ist, wird er so reagieren auf das Los 1860 München? Es ist schon eine harte Nuss, vielleicht sogar der schwerste Gegner, das wird man sehen. Aber ich glaube eher, dass er sich darauf freut, weil das ist auch ein Gegner, an dem man sich richtig schön reiben kann. 1860 München mit allen seinen Facetten, da spielt man noch gern dagegen, weil man auch nicht unbedingt Favorit ist als Energie Cottbus. Ich glaube, er freut sich drüber. Ich glaube, in jedem Fall wird er die Faust ballen und wird sagen, Jungs, jetzt geht's los, auf in den Mai. Ich würde sagen, Jan, das Bild hängen wir ran. Und wir haben natürlich auch bei Energie Cottbus nochmal nachgefragt, wie man dort das Los aufnimmt. Wir schalten jetzt rüber live ins Stadion der Freundschaft. Ich habe meinen Wunsch geäußert im Sinne des Fußballs, im Sinne der Regionalliga Nordost. Ich denke, das wäre für alle Beteiligten gut. Mir ist es relativ egal, ich weiß nicht, wie es die Mannschaft sieht, aber von mir aus kann noch 68 kommen. Also
ich freue mich, dass wir so auf die Relegation spielen. So, da wird es sowieso hier brennen und da müssen wir abliefern. Also ist der Kopf jetzt frei mit Blick auf den Mai? Kann man das so zusammenfassen? Ja, so kann man das zusammenfassen und schöner reinmachen.